Heute zeige ich dir einen Tipp, was du tun kannst, wenn du dazu neigst, dass dein A in der Kehle ein bisschen rumdrückt bzw. deine Zunge sich dabei verspannt, wenn das A nicht frei klingt. Klanglich kannst du es daran erkennen, dass der Ton ein bisschen knödelt, ungefähr sowas. A. Du hörst, der Klang ist sehr weit hinten und es fühlt sich auch weder in der Kehle noch in der Zunge gut an. Wenn das bei dir der Fall ist, kannst du mal mit deiner Zungenspitze von hinten beginnt am weichen Gaumen bis ganz nach vorne über deinen ganzen Gaumen in Richtung der Schneidezähne fahren. Saug dabei deine Zunge ruhig oben am Gaumen ein bisschen fest, sodass die Zunge ein paar Mal von ganz hinten bis ganz nach vorne fährt. Das mache ich mal vor. Und dabei eben oben ein bisschen ansaugen, dass der hintere Teil der Zunge auch folgt. Ich versuche es dir nochmal aus der Nähe zu zeigen. Du merkst dabei, dass deine Zungenmuskulatur aktiviert wird und auch das Zungenbändchen. Das muss ganz schön arbeiten bzw. wird ganz schön gestreckt. Wenn du das ein paar Mal gemacht hast und am Ende der Bewegung ankommst, bleibt die Zunge exakt dort, wo sie angekommen ist, also wo du sie vorne abgelöst hast, und dann singst du mal dein A, und zwar in dieser Lage hier. A. Gleich nochmal, die Zunge fährt von hinten nach vorne, löst sich ab und bleibt exakt da, wo sie angekommen ist. Und in dieser Position singst du dein A. A. Du kannst das Ganze auch kombinieren, indem du deine Zungenspitze mal komplett oben an den vorderen Gaumen packst, hinter und oberhalb der oberen Schneidezähne, und mal so versuchst, dein A zu singen. Das würde also so aussehen. Und im nächsten Schritt lässt du die Zunge wieder vorne los und sie bleibt exakt da, wo sie natürlicherweise ankommt. Du singst wieder dein A. Ich hoffe, der Tipp hilft dir. Wenn du weitere Tipps möchtest oder Gesangsunterricht oder meinen Videokurs buchen möchtest, schau auf singlern.online, da findest du alle weiteren Infos.